Fucked up, now we go through it again. Where I gain another pain and I lose another friend. I fucked up. Schickes Hallo draußen. Willkommen zu einer Folge Sky PvP auf BlogSimC. Ey, dass ich das wirklich nochmal in den Mund nehme jetzt. Habe ich lange nicht mehr dran geglaubt. Lange nicht mehr dran gedacht. Ja, dachte heute, ich zock mal ein Ründchen. Hab nämlich mega Bock. Hab meinen PC nämlich mal wieder auf Vordermann gebracht. Der war nämlich eine Zeit lang kaputt im Internetanschluss und hat doch ehrlich gesagt nicht Bock, das Ganze zu reparieren. Aber hab's hinbekommen, Gott sei Dank, und dachte mir, komm, jetzt möchte ich mal ein Röhnchen wieder vorbeischauen, ein Video machen, Röhnchen zocken, und ja, ich war sehr schockiert, als ich den Minecraft-Launcher gestartet habe und meine Serverliste gesehen habe, nämlich Skyslayer, wirklich, da ist auch gar nichts mehr los, und BlogSimC immer noch so full, also ich habe das Gefühl, die internationale Szene ist deutlich immer noch mehr am Boomen, oder diese Crack-Szene hier, als die Deutsche. Nerux Vase, wir haben Stoßzeit Sonntag, 17:30, 179 User. Gomme, circa 3000, das ist crazy, das ist einfach nur crazy, aber Zeiten ändern sich, ne? Zeiten ändern sich. Ja, aber jetzt sind wir hier schon ein paar Kills hier gemacht, immerhin. Ja, fangen wir mal von vorne an. Das letzte Video kam meines Wissens im Januar, das sind schon jetzt über 3 Monate her auf jeden Fall. In der Zwischenzeit ist nicht viel passiert. Ich hatte in der Zeit Corona gehabt. Ich habe in der Zeit meine erste Abschlussprüfung gehabt. Meine Mama hat geheiratet. Und mehr auch nicht, um ehrlich zu sein. Viel unterwegs gewesen und freue mich auf die kommenden Wochen, die jetzt anstehen. Ich werde zum UFO-Konzert gehen. Ich werde wieder ins Stadion gehen. Der Sommer naht wieder, der Urlaub ist schon für den Sommer geplant soweit und bin sehr, sehr into Fashion gekommen, mich reingeschlüpft mäßig, wenn man so sagen kann, es ist echt crazy geworden, hab auch mega Bock was zu droppen, aber jeder Schwanz macht eine Brand, deswegen habe ich auch gar keinen Bock da eine zu machen, ne? Und ja, der Niklas ist hier am Server, sehe ich gerade so, Rex. Der Schlingel. Junge, ich bin so bad, Alter. Direkt erstmal 50 Mal wieder runtergesprungen. Es fängt an, wie es aufgehört hat, auf Tomatencraft, Mann. Oh, da hätte ich auch mega Bock drauf, mal wieder was aufzunehmen. Sag ich euch ehrlich. Ich möchte auch gar nichts zu sagen, ob erstmal jetzt weiterhin aktiver Videos kommen werden oder nicht. Oder wie es aussieht, weil ich selber viel zu tun habe und selber viel unterwegs bin. Das klappt mit der Zeit aktuell nicht so. Wenn ich Bock habe, dann kommt was. Wenn ich, dann nicht. Bei mir ist es halt oft so, ich habe dann wirklich auch mal Zeit, ein paar Tage hintereinander oder auch zwischendurch am Tag. Da kickt die Motivation leider nicht so. Da bin ich lieber, keine Ahnung, vor der PS4. Bin irgendwo mit einem Kollegen flott in die Kneipe oder in der Spielhalle. Also, bin ich ehrlich. Und, ey Junge, was ist denn los hier, ey? Anstatt hier irgendwas zu tun. Ich möchte mich auf jeden Fall für den Support bedanken. Das ist kein Abschied, aber ich möchte mich auf jeden Fall für den kompletten Support bedanken. Auf von den letzten Videos, die monatelang her sind, wenn ich jetzt gucke, ich gehe in mein YouTube-Studio rein, sehe mein letztes Video vor über 3 Monaten, das hat Stand jetzt knapp 400 Klicks, 378 Views und das ist crazy. Das ist sehr krass. Ich dachte, der Algorithmus nimmt mich so durcheinander und auseinander, dass ich nicht mal 100 Views bekomme, ansatzweise. So, ich war schon sehr proud, dass ich in den ersten Tagen irgendwie schon 100 Views habe, was sehr ungewohnt ist, meine Güte. Und vielleicht knacken wir es dies Jahr auch wieder. Lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Lasst auch gerne einen Kommentar da. Und schreibt mal gerne mir auf Discord oder wo auch immer ihr mich habt, ob ich mal wieder was öfters machen soll. Und wenn ja, wo? Weil das ist echt der Struggle mit den Userzahlen. Man sieht ja echt, BlogSimC ist babamäßig. 77 User auf Sky PvP. Sind auch noch genug Leute in der PvP-Zone. Ich habe ja immer noch die Hoffnung gehabt, dass vielleicht Endfight irgendwie was rausbringt. Dass Rain Knight nochmal was kommt. Muxcraft können wir, glaube ich, in die Tonne treten. Da kommt gar nichts mehr. Ich hatte auf jeden Fall mitbekommen, dass Andrasch von damals Sky Calypso etc. Wieder was raushauen möchte. Und
vielleicht kommt ja auch bald ein Update von Minecraft, was die ganze Szene nochmal wiederbeleben lässt. Die Hoffnung ist da, zwar gering, aber sie ist da. Berechtigt. Auf jeden Fall berechtigt. Ja, Mann. So viel dazu. Der PvP-Skill, der ist sehr schlecht geworden. Das sieht man auch sicherlich. Der Server laggt auch natürlich wieder Todes und mein PC muss ich auch erstmal komplett wieder auf Vordermann bringen mit den FPS und blablablub, dass hier alles flüssig läuft. Ich bin schon froh, dass die Aufnahme gut läuft mit der FPS-Anzahl, weil was gibt es mittlerweile für Grafikkarten? 30, 90, 40, 90, ich habe keinen Plan. Ich blick da gar nicht mehr durch. Bin gar nicht mehr into it. Mit den ganzen Technikgeschichten. Ich bin immer noch am Struggle, meine PlayStation 5 zu bekommen seit über anderthalb Jahren. Und das ist echt schon... Na komm, hier, komm. Bam, Niklas. Boom. Haben wir ihn nochmal hops genommen. Kriegen wir hier eine kleine Streak hin, oder was? Oh nein, nicht von hinten. No homo. Boah, das sieht echt gut aus mit einer kleinen Streak. Ja, ja, Mann. Das ist echt geil gewesen. Papa-mäßig. Hat mir eine Streak? Na, scheiß drauf. Juckt auch nicht. Das war's dann, würde ich auch schon wieder mal sagen. Danke fürs Zuschauen. Das war mal so eine kleine Info meinerseits, ein bisschen zocken nebenseits auf BloxMC. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, euch allen geht's soweit gut. Wir hören uns. Wir hören uns. Wir sehen uns auf Insta, Twitter, wo auch immer. I love you guys. Okay, das war jetzt ein bisschen cringe, aber wirklich danke. Wirklich danke. Wir sehen uns bald wieder. Versprochen, euer Luke und ciao.